Ein Sturm zu Weihnachten auf Netflix. Da legt ein Schneesturm den Flughafen Oslo lahm in Norwegen und nichts geht mehr. 1 Million Menschen, das heißt die Fluggäste, das ganze Flughafenpersonal, alle hängen zu Weihnachten am Heiligabend am Flughafen fest. Mittendrin unter anderem ein Weihnachtsmann, der selber schon langsam beginnt an Weihnachten zu zweifeln. Ist auch nicht wirklich ein Wunder bei solchen Kindern. So, was wünschst du dir zu Weihnachten? Eine Chanel-Tasche und ein iPhone. Weißt du, dass eine Chanel-Tasche mehr als 20.000 Kronen kostet? Ja. Und wenn der Weihnachtsmann Nein sagt? Er kann nicht Nein sagen. Man kann auch nicht wirklich Nein sagen zu dieser Serie. Die ist wirklich wunderbar. 6 Folgen voll mit skandinavischem Weihnachtszauber. Wirklich gut gemacht. Ein Sturm zu Weihnachten auf Netflix kriegt von uns 8 von 10 Vanillekipferl.